Berner Finanzdirektorin, Frau Beatrice Simon, hat sich an der Delegiertenversammlung von der BDP Schweiz zur Vollgeldinitiative geäussert. Dabei ist mir folgender Abschnitt aufgefallen. Wie funktioniert denn unser heutiges System? In der heutigen Welt sind rund 10% des Geldes in Münzen und Noten, also in Bargeld und Vollgeld vorhanden. Und 90% unseres Geldes ist in sogenannten Buchgeld vorhanden, welches eben nicht bar zur Verfügung steht, sondern einzig auf dem Papier existiert. Was Frau Simon nicht sagt, ist, dass heute alles elektronische Geld von den Banken hergestellt wird. Wenn heute Banken Kredit vergeben, dann geben sie eben nicht Nationalbanken Geld weiter, sondern sie produzieren das elektronische Geld mit ihren Computern. Und das ist einfach nicht richtig. Wer Kredit vergibt, darf nicht gleichzeitig Geldhersteller sein. Unsere Forderung ist, dass nur die SNB unser elektronisches Geld herstellen kann. Vollgeld heisst, staatliche Geldherstellung und private Kreditvergabe. Bist du der gleichen Meinung wie mir? Dann unterstütze bitte die Vollgeldinitiative. Vielen herzlichen Dank.